Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Battle Brothers. Müssen wir mal schauen. Fresh Arena. Mal kurz gucken hier. Ich muss kurz klarkommen, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben keine Mission offen. Wir haben einen krassen Dude oder so geholt. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Nein, wir hatten gerade. Wir hatten in der letzten Folge hatten wir diesen krassen Kampf. Genau, ich erinnere mich. Ich glaube, wir können jetzt einfach weitergehen. Ja, genau, ich erinnere mich. Okay. Tag 56. 14.000, genau, die Mission ist, einen krassen Dude zu holen. Irgendeinen krassen Dude müssen wir uns holen. Okay. Salzfels würde ich sogar... Nee, hier warten wir nicht. Sandstadt, Abfahrt. Genau, ich erinnere mich. Wir wollen einen krassen Dude holen. 14.000, mehr als genug Kohle. Wobei, wir haben ihn. Alter. Der kriegt noch 5. Also 15 noch zu. Dazu, also er kriegt mindestens 99. Und er hat noch nicht giftet. Ja. Der wird krass. Ich brauche jetzt mal ein bisschen hier Supplies, Tools. Gucken, ob es hier günstig gibt. Gar keines Tools. Das ist auch teuer, aber ich nehme es mal mit. Krasser Dude. Grundwert ist okay. Nee, aber wir wollen einen krassen. Ich will einen krassen Dude haben. Das machen wir. Bringt er Free People's Camp East. Das machen wir. Das ist easy. Ja, OBS ist wieder abgespackt, Chayuna. So, hier und dann brauchen wir auf jeden Fall Tools gleich. Da brauche ich gar nicht reingucken. Da schaffen wir safe. Ja, ein Raider und Thugs. Das ist gar kein Problem, ja. Ich setze mich hier hin. Ja, easy. Attacke. Ah ja, schön. Der Raider, ne? Ja, das ist der Raider. Zack. Belia braucht dringend mehr Resolve. Der ist ja schon Wavering. Was ist das denn? Zack. Ja, das ist echt. Wir haben einen geilen Trupp, wirklich. Also, der ist nicht konkurrenzfähig zu meinem Hauptaccount. Mein Hauptaccount hat doppelt so viele krasse Dudes. Also eine richtige Front- und Backline. Aber der ist schon, also ist schon echt gut hier. Nicht perfekt, bei weitem nicht perfekt, aber wirklich schon gut. Wirklich schon gut. Ja, das war's schon. Hö, wo ist denn noch einer? Da. Ja, das war's. Lou ist Level Up. Stimmt, wir haben jetzt Captain. Wir haben den Captain jetzt am Start. Captain, Capitano Level Up. Der Captain. Was kriegt denn der Captain? Brawny. 3, yay. Und ich muss mal Resolve nehmen. Ich muss. So wie ich Resolve. Gehen wir mal zurück nach Sandstadt.
brauche Tools. Brauche dringend Tools. Hatte ich hier schon geguckt, ja, ne? Aber die hatten ja keine Tools. Ja, dann gehen wir mal rüber nach Singoben. Erst Sattelfeste und dann Singoben. Oben. 14.000, also dafür kann man sich einen richtig, richtig krassen holen. Vielleicht muss ich hier oben mal gucken, bei den Burgen. Also einen richtig krassen Outtaker oder Hedge Knight hätte ich gern. Ja. 8 Nachtzehrer. Gut, wenn er mich angreift, dann okay. Ansonsten, ich würde euch jetzt nicht extra angreifen. Obwohl die Zähne von denen geben schon gut Money, aber... Na, scheiß drauf, wir suchen jetzt... Ich will einen krassen Dude haben. Da, Outtaker. Geile, geile Rüstung, scheiß Waffe, aber den würde ich nehmen. Und Hedge Knight gibt es hier auch. Alter. Ich werde aber erstmal den O-Taker ausprobieren. Ich speichere. O-Taker. Ah ja, bitte sei krass, bitte sei krass, bitte sei krass. Minus 13? Minus 13, das habe ich auch noch nie gesehen. 2 ist gut, 2 ist sogar minus 13? Der Helm ist geil. Aber minus 13? Der ist von Start weg 60 Resolve. 61 ist nicht so krass. 48 Verzierung. Okay, der hat aber auch schwere Sachen an. Da hier. Minus 5 deswegen. Minus 5, minus 5. Is it threshold to sustain injuries? Okay, das ist gut. Aber 5 Melee und 5 Range Defense minus ist kacke. Also gut, die Sterne hier aus sind. Das ist wirklich gut. 2 und 2, aber nee. Ich will mir den Hedge Knight noch angucken. Hedge Knight angucken. Vielleicht ist der krasser. Bitte, bitte, bitte. Gut, den könnte man Battleforged machen und eine richtig heftige Rüstung hat er ja schon gegeben. Und ja. Und dann mit dem Schild. Den kann man benutzen. Den kann man verwenden. Den kann man gebrauchen. Den behalten wir. Den behalten wir. Den behalten wir hinten drin mit Steven erstmal. Ja, 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 den behalten wir. Der ist nicht schlecht, der Hedge Knight. Verkauf ist gut, 18. Für Müll sich so ansammelt, ne, nach ein paar Kämpfen. Schon krass. Trimmst du hier eine Training Hall? Ja, perfekt. Dann können wir ihm auch direkt Training geben. Nächste 50 oder 20? Ich glaube, ich hier für. Zeus auch. Okay, ab nach Sing oben. Da brauchen wir jetzt eine geile Quest.
Und Tools, ganz wichtig. Ja. Ich bin gespannt, also in 100 Tagen kommt der Noble War. Hallo Sebe. Hallo. Den werden wir komplett rasieren, der Noble War. Ich sag es euch. Direkt einem Haus anschließen und durchrasieren. Ja, Paket mache ich. Oh, ah, wir können mal gucken wegen Tools. Tools. Das ist ultra günstig, kauf alle. 200 ist ultra günstig. Dafür kein Essen. Aber das ist ja ultra günstig. 126, das reicht erstmal so. Wo sollen wir hin? Da, Hage. Ab nach Hage. Suns schon vorbei. Yes. Gerade Suns of the Forest gezockt im Multiplayer, ungefähr 3 Stunden. Ist ein sehr geiles Game, aber man merkt halt übel, dass es Early Access ist. Viele Audio-Bugs, viele Handling-Bugs und so. Also sind ein paar coole Mechanics drin mit dem Bauen und mit den neuen Waffen und den neuen Monstern und unserer Freundin. Aber man merkt auf jeden Fall, dass da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial ist. Aber ja. Audiobugs hat's doch nicht. Komisch, vielleicht habe auch nur ich die Audiobugs. Okay, Abfahrt. Definitiv noch Verbesserungen drin, besonders wegen dem Waffenwechsel. Ja, also genau, beim alten Forest war es so. Beim alten Forest war es so, dass man die Waffe auf 2 Slots setzen konnte und die ganze Zeit hin und her switchen konnte. Jetzt ist es so, du kannst in dieses Riesenmenü gehen und dir dort eine Waffe auswählen. Und wenn du die wechseln willst, musst du wieder in dieses Riesenmenü gehen, während im Hintergrund natürlich alles weiterläuft. Und du kannst da wieder die Waffe wechseln. Das ist leider nicht so gut gelöst, meiner Meinung nach. Oh, gestern auch 2 Stunden mit Singleplayer. Ey, Sebe, wann spielen wir zusammen? Spielen wir morgen mal zusammen? Zusammen mit Shayuna sind wir zu dritt. Ist zwar überhaupt nicht zuschauerfreundlich, weil das zockt gerade jeder und hat niemand geguckt. Nur die Leute, die halt immer da sind. Zuschauermäßig ist es kacke, aber es macht halt schon mega Bock, ne? Goblin Raider, perfekt. Er wollte heute ab 16 Uhr. Ach, er wollte heute ab 16 Uhr. Ups. Müssen wir mal Pokémon Go Raids machen? Ja, ich bin ja morgen früh direkt online den ganzen Tag. Du gehst direkt da rein und greifst mal an. Perfekt. Ah, stimmt, wir haben jetzt hier einen neuen, den Arne. Da müssen wir gleich noch einen Namen geben. Brauchen gleich noch einen Namen. Was? Schön.
Schön der Sekundenkleber. Der gute Sekundenkleber. Steven? Da erwarte ich mehr. Schön ausgewichen. Schön ausgewichen. Alter Steven! Come on! Das ist doch hier schon wieder getürkt. Ist das politisch korrekt? Die treffen ja wieder alles, wie sie wollen. Hat Steven schon einen Hit gelandet? Eine Pizza und 3 Flaschen Wein. Schön, schön, schön. All das war ja nicht gut. Kein guter Kampf. Die haben viel zu viel Schaden gemacht. Komplett unnötig. Zum Glück keiner richtig verletzt. Aber das war ja gar nicht gut. Du kriegst auf jeden Fall erstmal ein Schild. Ich habe gedacht, die Waffe könnte über die Leute drüber schlagen. Cut-A-Man-A-T-2. Ja, ich dachte, die könnte über einen drüber. Kann es aber nicht. Das kann über einen drüber. Dich brauchen wir. Weiter. Und dann ab auf Ex. Lass Steven sterben. Ich brauche mal eure Meinung. Soll ich noch mal ein bisschen Hogwarts streamen oder meint ihr, Hogwarts ist tot? Ich bräuchte mal eure Meinung zu. Fast 100% habe ich nicht mehr Hogwarts gespielt. Ja, mir geht's auch so. Wir dürfen halt nur nicht den Fehler machen und denken, dass halt niemand mehr das Game spielt jetzt. Was hast du denn Hogwarts? Also solange die ganzen YouTuber ihre 72-Stunden-Streams da machen,
glaube ich, kann ich mir Sons of the Forest schenken. Ich würde sagen, ich gehe nochmal ins Sons rein, wenn Steven sein Steam Deck hat. Oder wir verabreden uns mal mit wirklich 4-5 Leuten. Und bauen eine richtig heftige Base. Wisst ihr, was ich meine? Ja, die Karawane, die kann halt auch gar nichts. Mann, als ob! Ey, wie können die alles treffen? Was haben die für Prozente? Das will ich jetzt sehen. 49, okay, der 74er, den können sie haben. Verstehe ich das nicht. Schön. Die beiden hauen ab. Die beiden hauen rein. Na, vielleicht bin ich vorher dran. Ey, dass die alles treffen gegen Steven. Oh, schade. 61er? Der wäre geil gewesen. Ah ja, wenn die abhauen wollen, werden die halt getroffen, ne? Das ist geil. Es ist dunkel, die können dich treffen. Das ist unmöglich, wirklich. 29%. Game macht mich fertig, ich sag's euch. Game macht mich fertig. So, Arne, brauche jetzt einen Namen und Skoppel Level ab. Arne. Arne. Skoppel Level Up. Battleforged. Perks. Battleforged. Relentless. Gifted. 3, 3, 4. Okay. 2, 2, 4. Arne Strongface. Ist Arne gut? Arne ist übel gut, ja. Arne ist gut, ja. Haben wir schon Shayuna? Ja, ne? Gar keine Shayuna.
Anti-Steven. Der Anti-Steven. Alter! Great Eggs, die ist ja richtig teuer. Ich behalte dich mal. Vielleicht kriegt ihr der doch. Alter, übel krass. Halte ich im Hinterkopf. Das ist geil. Für immer aus dem Stream. Wo müssen wir hin? Auenbach. Warum war das denn? Au weh. Das sind 1000 Kronen ja fast ein bisschen wenig, obwohl ich einmal verhandelt habe. Man kann immer einmal, zweimal verhandeln, da kriegt man ein bisschen mehr Geld. Aber wenn man nicht verhandelt und den Auftrag sofort annimmt, dann erhöht sich das Renown, beziehungsweise die Freundschaft mit dem. Was wollen denn die ganze Zeit die Goblin Raider von uns? Die ganze Zeit Goblin Raider. Alter, die kommen ja voll rein. Die kommen ja voll reingestürmt. Hey, Steven. So gefällt mir das. Diese Netze sind echt kacke, man kann sich dann halt nicht mehr bewegen. Da muss man immer genau aufpassen. Dass man sich entweder selber befreit oder einen Kollegen befreit. Ja, Shayuna, du kommst irgendwie nicht hinterher, weil du die langsamste von allen bist. Also mit Abstand die langsamste. Du kommst immer zum Kampf, wenn schon alles gelaufen ist.
Das war's. Steven hat schon wieder 5 Kills gemacht. Steven ist so eine Macht. Ohne Steven hat man direkt ein Problem. Ja, ansonsten, wo, eigentlich, was haben wir denn so wenig Kohle? Ah, ich habe eben übel viele Tools geholt, ne? Was ist denn Professional Renown? Wie kriege ich denn Professional Renown? Werde Professional. 1050 Renown. Oh, to catch attention to the noble houses. You can increase your renown by completing contracts and winning battles. Okay, einfach. Einfach weiter fortfahren. Das machen wir. Das mache ich. Wohin soll das drin gehen? Bitte in Süden. Perfekt. Rotenbach, Abfahrt. Ich müsste mir mal so langsam ein bisschen ein paar Mods installieren. Vielleicht schaffe ich das heute Abend. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Mod, dass man die Zeit mal 4 machen kann. Hier ist die Zeit ja gerade mal 2, aber man kann auch mal 4 machen. Dann könnte man doppelt so schnell progressen, ne? Das wäre schon ganz gut. Und auch in Battles, dass alles noch viel schneller funktioniert. Vielleicht setze ich mich damit heute Abend mal auseinander. Damit das in den Folgen alles ein bisschen schneller geht. Ich habe das Ganze übrigens so auf 10 Folgen angesetzt. Also ich denke mal so 10 Folgen, ja, vielleicht auch weniger, vielleicht 8 Folgen hatte ich vorzumachen. Mehr nicht. Also bis nach dem Noble War ungefähr. So. Wir ballern richtig, ihr seht schon, wir ballern richtig die Contracts. Essen. Teuer. Teuer, egal, brauchen's. Hunt down what terrorize Rotenbach. Ja, was terrorize es euch denn? 11 Nachzehrer. Das sind doch die von eben. Die machen wir weg. Es sind keine 3 dabei. Nur 1er und höchstens 2er. Und die kommen ran. Wir können die richtig kommen lassen. Deswegen würde ich einmal komplett einmal warten. Einmal komplett. Oh, warten bringt gar nichts. Ich kann direkt beenden. Ich lasse die komplett kommen. Ein 2er ist dabei. Nicht. Die warten auch. Die warten auch, die Säcke. Zwei Zweier sind es. Dann hauen wir die Riege jetzt hier mal weg. Ah, schade, Mann. 70er hätte auch mal treffen können. In 70er hätte auch ruhig mal treffen dürfen. Ja, sehen die nochmal dran. Weil die übel fast sind. Die sind so schnell. Aber wenn die alle... Wenn die alle auf den Captain gehen, das ist gut, weil der hat Shield Wall an. Steven macht den jetzt weg. Doppelkill. Was? Wisst ihr selber, dass das frech ist, ne? Das heißt, wir warten und hoffen. Die können sie halt immer ihre Toten, ihre Leichen oder die Leichen von anderen fressen und dann leveln die immer einmal. Und auf Level 3 werden die richtig scary. 1 und 2 ist wirklich langweilig, aber
3 ist böse. Dann hättest du ruhig treffen können. Schön. Der ist fliegen, der haut ab. Der will auch abhauen. Der will auch abhauen, sogar der Zweier will abhauen. Ist gut. So. Vielleicht geben wir dem noch einen mit. Kommen wir da hin? Nee. Den? Ja. Den dahin? Ja! Sehr gut, jetzt kann er nicht abhauen. Kann er schon, er stirbt halt dann, ne? Und jetzt spam. Schön. Ciao. Ciao. Fertig. Shayuna Level Up. 2 Zähnchen. Machen wir erstmal das Level. Wichtig. Das ist ja unser Hedge Knight. Brauche ich gar nicht überlegen, was ich dem gebe. Du gehst am Ende entweder mit einer Riesen-Axt oder mit einem Riesen-Cleaver in die Frontline. Dafür kriegst du auf jeden Fall erstmal. Ich überlege sogar, dir Lone Wolf zu geben. Ich gebe dir mal Stilbo. Das ist erstmal gut. Zurück. Preise sind nicht gut. Oh, das kann man holen. Dann jetzt Rotstadt Abfahrt. Und dann runter Singhoben. Oh, vielleicht direkt Sing oben, weil es eh Nacht ist. Obwohl, hier kann man auch eine. Ah, da haben wir's. Da haben wir's. Nobles will now give you contracts. Ja, perfekt. Die Nobelhäuser können uns jetzt auch Contracts geben. Das ist richtig gut, weil die geben richtig Asche. Die geben richtig Asche. Wenn man es clever macht. Hier haben wir ja schon mal einen Nobel-Contract. Den können wir direkt machen. Einfach hier die Roads patrouillieren. 5 Tage lang. Für jeden Kopf, 30 maximal, kriege ich 51 Kronen. Das wären 1500. Und nur die ganze Erfahrung, ne? Also alles, was ich jetzt finde, wegballern. Dieses Patrouillieren, das gibt immer richtig gut Kohle. We move on. Nach Hage. Wir nehmen auch alles. Hier gibt es aktuell außer diese Geister, da würde ich retreaten. Bis auf diese Geister und Necromants gibt es eigentlich nichts, wovor ich Angst habe hier aktuell. Später mit den ganzen, mit den Militias und so, dann. Aber hier gerade gar nichts. Gibt's nichts. Die kommen übrigens immer aus ihrem Versteck raus, weil ich Fernkampfwaffen ausgerüstet habe als Zweitwaffe. Und dann denken die, ich würde von weit weg angreifen, weil ich natürlich nicht mache. Und deswegen kommen die immer auf einen zu, das ist ganz cool. Er setzt sich da rein. Weiß ich ja nicht, ob das so clever war. Ah, weil er fast kaputt ist, deswegen hat er es gemacht. Die wollen hinten. Die wollen hier an die Beine, weil der. Wenn der zuhaut, tut das auch richtig weh. Da muss ich ja aufpassen. Ah, schön. Oh. Wenn der trifft, ich sage es euch, das tut weh. Alter.
Alter, wie viel Schaden war das? Einfach gekillt. Wow. Das muss ein Kopftreffer oder so gewesen sein. Ups, verdrückt. Wird er richtig umstellt. Und Steven hat die Ehre. Zeus und Lou Level Up. Geil. Hier ist die Waffe. Long Axe. Die hätte richtig wehgetan. Und die kann, glaube ich, von hinten auch drauf, oder? Bin ich sicher. Hier. Das Level Up schmeckt. Ach, hier. Das Level schmeckt halt immer übel gut. Nimble. Ah, einfach das. Zack. Ja, du kriegst auf jeden Fall. Du kriegst später, will ich, dass du ein heftiges Cleaver bekommst. Eigentlich. So, du brauchst dringend Resolve eigentlich. Kriegst du auch dieses Mal. Hast du Dodge? Er hat Dodge. Perks. Nimble. 10 und 6 ist auch okay. Ich habe gerade keinen besseren Helm. Ja. Great Axe. Ja. Weiter. Training Hall. Gar nichts. Marketplace. Gute Preise. Gute Preise. Okay, Preise, sage ich mal. Kaufe ich mal ein bisschen. Weg. Alles weg. Wo jetzt hin? Rotstadt. Egal, was kommt. Wir nehmen alles mit. Ich habe auch überlegt, wenn ich jetzt hier mit dem Durchlauf durch bin, also mit dem Projekt, je nachdem, wie es auf YouTube noch ankommt, ob die Leute Bock drauf haben. Kommt echt besser an, als ich gedacht hätte. Ist ja echt ein Nischen-Game, muss man schon sagen. Dann würde ich vielleicht auch die DLCs holen und da mal irgendein krasses Szenario oder so machen von den DLCs. Oh, der Auftrag zu Ende. Perfekt. Training Hall, haben die eine Training? Tempel? Nee. Geiler Dude. Nochmal ein Outtaker. Den will ich ausprobieren. Alter, zwei Outtaker in einer Folge? Aber ich meine, 5000 ist auch echt günstig. Kann halt auch die übelste Grütze sein. Die kosten normalerweise immer 10 oder mehr. Ja. 67 ist gut. Guter Roll. Aber das ist mies. Rüstung ist mies. Der hat auch zwei Level. 88, 100. 54 Resolve ist halt wieder gut. Ne? Die haben übel viel Resolve. Wenn man sich ihn mal anguckt. Der hatte gar nicht so viel. Nee, den nehme ich aber nicht. Da sind mir die 4000 zu schade, muss ich sagen. Das ist nichts Besonderes. Das ist mir nicht besonders genug. Die hat eine Aufgabe, ne? Parcel. Kein Problem, der DHL-Bote ist zur Stelle. Auenbach, Abfahrt. Ich nehme auch alles, was kommt. Wir haben auch wieder 10.000. Da kann wieder, also so ein richtig geiler Hedgeknight oder Outtaker oder ein Assassino oder sowas, da kann was richtig Geiles bei rumkommen. Ich könnte auch mal anfangen mit den Bogenschützen von hinten. Mit einer richtig krassen Armbrust sind die auch mega gut.
Contract. Petrolieren, das machen wir. Patrouillieren gibt immer gut Money. 30 Stück kann ich und 63 pro Kopf. Da kann man halt nur hoffen, dass richtig viele Raider, Thugs oder Nachzehrer oder sowas kommen. Also richtig viele. Scharfstein, also auf dem Weg ist safe was. Da. Ah, es sind nur 6. Geil, komm. Nur Poachers. Oh. Nur Poachers, das ist übel. Die haben meistens übelste Initiative. Das heißt, sie sind immer vor mir dran. Den auch gleich mit da unten. Never mind, die sind gar nicht immer vor mir. Er ist aber auch übel schnell. Zeus ist auch nimble. Bleib ruhig. Ich bleib ruhig. Ist kein Problem. Kein Problem. Ich bin vom Pokémon ganz anderes gewöhnt. Alles gut. Ich habe gar kein Problem. Die können halt nichts, ne? Die können halt nur abfacken und abhauen. Das ist das Nervige. Das ist das einzig Nervige. Ah, guck, wie er... Hör auf! Du wirst gekillt, aber sowas von. Schön. Belia Level Up. So geil, ne? Wenn man so viele Leute dabei hat, hast du immer einen dabei, der ein Level Up kriegt. Dann kannst du hier immer richtig schön die Punkte verteilen. Das ist ganz mies. Du hast Kolossus? Kolossus, Nimble und so viel Fatigue? Hast du Dodge? Du hast Dodge, okay. Alter. Alter, was ist das denn für eine Wall? 93 Initiative, der hat ja unglaublich viel Def. Er hat 38 und dann kriegt er nochmal... Durch Dodge 15% von der Initiative. Das sind nochmal 10 oder so. Mal eben 50, Dev. Ja, was geben wir dir? Relentless. Ist immer gut. 6 Köpfe haben wir. Oh, 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 was ist das? Some Brigand Poachers, many Brigand Raiders. Ich hab Bock. Safe. Die heben wir aus. Die heben wir aus. Wenn die so auf einem Berg sind, ist es immer doof.
deswegen. Und guck mal, die sind 1, 2, 3, 4 Stufen über einem. Die treffen alles von da oben. Die treffen wirklich alles von da oben. Umso höher die sind, umso mehr treffen die alles. Die sind da auf einem Berg. Was ist das denn? Und er hat gar keine Range-Death, glaube ich, ne? War das nicht so? Das heißt, der wird von allem getroffen. 5. Bis ich erstmal da oben bin, ne, ist meine Fatigue komplett weg. Gucken wir mal, wie das wird. Das könnte schwierig werden, sage ich ehrlich. Hier ist auch offen. Hallo Red Hat. Ich brauche erstmal eine halbe Stunde, bis ich da oben bin. Das ist jetzt schon der dritte Zug. Ich bin immer noch nicht dran. Ich bin dran. Oh, der sieht böse aus. Hier schön aufgehalten, damit die beiden nicht hier von hinten mich attackieren. Guck mal, der hat nicht einen Schlag gemacht, ne? Meine Depp ist schon weg. Aber ich habe eigentlich, der hat nur 50, ne? Aber. What? Beide getroffen. Wenn der muss nur angepustet werden, ist er tot. Seht ihr die ganzen Pfeile, die wollen alle auf dem. Oh, der ging ganz knapp am Ohr vorbei. Ja, das lassen wir mal. Die sind nicht auf einem Berg. Das will ich gar nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Obwohl, man könnte von hinten. Würde mich tatsächlich interessieren, ob es dann anders aussieht. Ha! So, meine Freunde. So wird ein Schuh draus. Nicht da unten. Jetzt bin ich auch hier oben. Von hinten. Da komme ich doch von hinten. Jetzt können wir hier auch Work machen. Muss ich erst 4 Runden hochlatschen. Hab dann oben keine Fatigue mehr und krieg die ganze Zeit den Pfeilhagel von oben ab. Die haben ja alles geworfen. Die haben Äxte geworfen, Steine. Müll. Die haben alles von oben runtergeworfen. Alles, was sie noch da hatten.
Steven wird hier gleich so reinrasieren. Ruhe, Leute, Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Shayuna aus. Hör auf! Das macht keinen Sinn, dass du alles triffst. Ey, wenn der Kampf vorbei ist, ne? Steven hat 25 Pfeile im Kopf. Im Körper. Ist im Kopf. Der hat schon wieder einen Pfeil abbekommen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. So, du gehst weg, du gehst weg. Schön. Schön. Jetzt kommt der nächste, der zu Steven will. Aufgehalten. Der wird von gar nichts getroffen. Nee, nee, nee. Aber er hat so eine krasse Rüstung. Da müssen wir erstmal durchkommen. Hilf mal. Hilf mal hier mit, ja. Schwerer Kampf, schwerer Kampf. Vor allem sind es übel viele, hatte ich gar nicht so gesehen irgendwie, dass es so viele waren. Wie die auf Steven wollen. Der braucht auch wieder nur einen Schuss abbekommen. Ich muss mit dem jetzt direkt hier ran. Weiß nicht, ob ich abhauen soll oder drauf gehen soll.
keine Fatigue mehr. Der Kampf geht auch schon wieder so lang. Ah, gar keine Fatigue mehr. Wir haben alle keine Fatigue mehr. So, vorbei. Oh, Junge, Junge. Das war ein Fight. Alter, war das ein Fight. Das war ein krasser Fight. Mega. Alter, der, was Steven hier auch schon wieder abgeliefert hat. Ne? 700 Schaden. Und damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.